1, 2, 3, 4. 24,000 people. And now in season 13. Presented by Vierfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 13, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Vierfeld, denn wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 13 ist Christian Plaus, Gründer von Denkstadt und nun Partner bei EY Denkstadt. Er ist Experte für Nachhaltigkeitsfragestellungen im industriellen Kontext. Lieber Christian, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo Christian. Ich freue mich, es ist ein bisschen eine Folgewiederholung zum Stefan Uher, der da war. Ihr seid jetzt Partner bei EY Denkstadt. Dazu kommen wir später, weil Karriere, Werdegang, Podcast, ich möchte mit deinen Roots, mit deinen Wurzeln beginnen und da habe ich mal einen Eintrag auf LinkedIn gefunden auf der BOKU Wien. Aber bitte in eigenen Worten. Danke Christian. Also freue mich, dass ich eingeladen worden bin. Vielen Dank. Ich freue mich auch, ja. Ja, die BOKU hat irgendwie ganz vieles vereint, was mir als Studierender damals gefallen hat. Viel Natur, aber auch so ein bisschen eine technische Ausrichtung. Und deswegen habe ich mich auf Beratung eines Freundes dann für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft entschieden, bin also Wasserbauingenieur geworden. Wasser? Jetzt muss ich was einwerfen. Wirf. Dr. Raimund Haberl. Den Raimund Haberl habe ich sehr genossen. Wirklich wahr? Er war Professor zu der Zeit. Entschuldigung, ich war jetzt kurz Schmähstart. Ich habe mit Raimund nämlich im Sportpodcast natürlich über das Rudern geredet und da hat er mir eine ähnliche Geschichte erzählt. Also ihr wart da quasi Kollegen. Ja, der Raimund hat sogar meine Diplomarbeit betreut. Wahnsinn. Und also er war der zuständige Professor für mich. Schön. Unmittelbar betreut ist er von einem Assistenten worden, aber Raimund kenne ich natürlich sehr gut und schätze ich sehr. Na, den lassen wir lieb grüßen und die Folge wird natürlich verlinkt, selbstverständlich auch die mit Stefan Uher, das ziehe ich fort. Und du hast dann einen PhD gemacht an der BOKU in Wien. Genau, also mit einem Zwischenschritt ein bisschen, als ich fertig war, hatte ich das Glück, ein Stipendium zu bekommen an die TU München, nach Garching, völlig neue Welt für mich, weil riesig groß, tolle Wissenschaftsexpertise, war dort im Bereich Verfahrenstechnik. Und bin dann aber zurück auf die BOKU nach einem Jahr, und zwar zu den Biotechnologen, die damals noch Gärungstechnikerkassen haben. Ja, schön. Und habe dort. Klingt aber nicht so sexy, oder? Wie Biotechnologen. Also jetzt klingt Biotechnologie viel sexy. Wobei als Student klingt Gärungstechnik besser. Klingt besser, ja, genau. Weil wir haben immer die Schimmelwochen in der Schule gehabt, was mit dem Wurstbrot passiert, wenn man es 3 Tage vergisst oder so. Ja, aber die Bierbrauer waren unter uns. Also insofern. Ja, genau, diese Gärung. Mein Lieblingsgetränk, genau. Sorry Christian, ich habe dich unterbrochen. Und mein Freifach, das ich belegt habe, allerdings schon zu Studienzeiten, war Technologie des Weines. Schön. Das war eine lässige Vorlesung, wenn man zu Ende der Vorlesung immer 3 Buteln Wein verkostet hat. Ja, das gehört dazu. Ne? Man muss seinen Job ja gut machen können. Ja. Genau. Und Biotechnologie, Gärungstechnik, habe ich überhaupt nicht gewusst. Das ist, was man wieder lernt im Podcast, deswegen I love my job. Wie ist es dann weitergegangen aus diesem Pool, wo er viel universitäre Spin-offs waren, immer wieder schon. Das ist ja damals losgegangen, glaube ich, oder? Also na, vor allem das Institut, auf dem ich war, war ein Glücksfall. Es war ein sehr unternehmerisch denkender Professor, der Hermann Kattinger. Und der hat das Institut auch toll entwickelt und immer viele Industriekooperationen gehabt. Das heißt also, ein guter Teil des Instituts war von der Industrie bereits finanziert und das hat mir einen Zugang, einen ganz natürlichen Zugang zur Industrie irgendwie gegeben. Ja, dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, bin zur jungen Industrie gekommen, also so eine Vorfeldorganisation der industriellen Vereinigung, und dort ein paar Freundschaften geschlossen und dann irgendwann war es war's für mich so weit, dass ich immer gesagt habe, jetzt muss ich weg von der Uni nach 5 Jahren, dies ist fertig, ich mache was selber. Und wir gehen ins Jahr 1993, oder? Und genau. Wir gehen zur Gründung von Denkstadt.
Das klingt für mich wie ein Think Tank irgendwie. Habt ihr da so einen Hintergrund gehabt? Denk, wofür stand das damals? Ihr habt dich als Nachhaltigkeitsexperten anmoderiert. Wie war das damals bei der Gründung? Genau. Also 93, muss man sich so ein bisschen vor Augen halten, gab es ja im allgemeinen Sprachgebrauch den Begriff Nachhaltigkeit noch nicht. Der ist erst um die 2000er Jahre gekommen. Unser Thema war industrieller Umweltschutz eigentlich, und zwar nicht im Sinne von Kläranlagen bauen, Filter bauen, so Zeug, sondern Prozesse optimieren. Also der erste Slogan, den wir damals entwickelt hatten, war Umweltschutz, der sich rechnet. Okay. Und wir haben uns insofern, so hast du völlig recht, als Think Tank gesehen, weil das eine Herangehensweise in der Industrie war, die völlig unüblich war. Mhm. Man hat Umweltschutz eigentlich immer gesehen als, aha, jetzt muss ich wieder irgendeine Anlage bauen, damit irgendwas hinten nicht rauskommt, was nicht rauskommen sollte. Und ihr habt das umgedreht und quasi Innovation reingebracht. Genau, versucht Prozesse zu optimieren. Ja. Gleichzeitig für die Umwelt was zu tun und Innovation und höhere und zur Kostenoptimierung auch, ne? Weil ich natürlich dadurch Ressourcen spare, Energie spare etc. Also das war damals unser Ansatz. Haben wir natürlich überhaupt nicht vorgesprochen, aber Wasser, komme ich nochmal zurück, inwieweit hat Wasser da reingespielt in all diese Dinge, die du für die Industrie machen konntest und dein Know-how rundherum? Also ganz ehrlich, am Anfang ganz wenig. Okay. Ja, also natürlich war es immer ein Thema, aber Wasser war immer in Österreich eine ganz billige Ressource. Wir haben das Gefälle in der Donau, ne? Genau, ja. Geht super. Ja. Zudem, also in den 80er Jahren, wie ich studiert habe, war Österreich ja noch vollkommen eigenversorgt mit Strom aus Wasserkraft, muss man sich vorstellen, und hat exportiert. Sind Dinge, die wir uns jetzt nicht mehr vorstellen können. Leider. Und das trotz Heimburg, ne? Haben wir nicht mehr braucht, haben wir immer noch genug gehabt. Ja, ne? Genau. Stimmt. Sehr, sehr, sehr spannend. Die Gründungsgeschichte, das habe ich jetzt nicht recherchiert, das habe ich irgendwo gelesen. Das Havelka spielt da irgendwie eine Rolle und ja. Da denkt man natürlich an einen Georg Danz, an einen Naukarten. Bei dir wird es anders gewesen sein. Aber bitte, wie war eure Gründungsgeschichte und was spielt das Havelka da rein? Also für die es nicht kennen, sorry, ein Innenstadt-Kaffeehaus in Wien. Genau, nahe dem Graben. Das Havelka hat sich während meiner Studienzeit zu meinem Stammlokal entwickelt. Und ich habe so eine kleine Freundesrunde gehabt, die sich wirklich jeden Tag, also außer am Dienstag, wenn ich mich recht erinnere, da haben sie zu. Das ist oft, jeden Tag um Mitternacht im Havelka getroffen hat. Das ist anstrengend. Und da saß ich jetzt wieder mal mit meinem lieben Freund Thomas Salzer und habe ihm gesagt, du Thomas, also Tom. Ich mache mich selbstständig, hast du Lust mitzumachen? Und das war einfach ein Reflex, er hat sofort gesagt, ja sicher. Schön. Und das war's. Dann haben wir uns ein Stifterl Sekt besorgt, weil zu mehr hätte es nicht gereicht, und haben das begossen. 31 Jahre ist eine lange Journey, ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Die Nachhaltigkeit hat immer mehr Bedeutung bekommen. Ich möchte diese Gelegenheit jetzt auch nutzen für meine Hörerinnen und Hörer, für unsere Hörerinnen und Hörer, da ein bisschen Geschichte der Nachhaltigkeit in Österreich. Wann ist das relevant geworden? Was waren deiner Meinung nach so die Milestones? Also man muss zugeben, dass das Geschäftsleben der Denkstadt lange Zeit sehr mühsam war. Wir sind sehr langsam gewachsen. Ich sage immer, es war so ein Subsistenzgeschäft. Auf die Frage, warum, was dafür verantwortlich war, dass wir jetzt so erfolgreich sind, habe ich gesagt, langer Atem. Wir sind einfach Langläufer und waren unheimlich fleißig die ganze Zeit. Aber dieser Change-Prozess in die Industrie hinein ist ja durchaus nett gewesen von Anfang an. Ne? Wir waren immer industriell interessiert. Ich habe selber so ein bisschen einen familiären industriellen Hintergrund. Mein Vater war in der Schwerindustrie, der Tom, Papierindustrieller. Das war irgendwie ein bisschen vorgezeichnet. Das Aufspringen der Industrie kam wohl eher zögerlich, wenn ich es jetzt ein bisschen charmant ausdrücke, weil die Industrie halt Umweltschutzmaßnahmen, gerade verordnete, auch als Einschränkung gesehen hat. Verstehe ich schon. Das ist natürlich eine Restriktion. Auf der anderen Seite, wir brauchen es im Sinne jetzt des nachhaltigen Bestehens des Planeten und unserer Umwelt. Du hast mir dann im Vorgespräch erzählt, ich wusste das nicht, dass da ein angloamerikanischer Import gekommen ist, der da ein bisschen einen Trigger gemacht hat, dass was weitergeht. Ja, ganz lustig. Also das Carbon Disclosure Project, CDP, ist so Anfang der 2000er Jahre entstanden und eigentlich aus der angloamerikanischen Finanzwirtschaft gekommen, die Interesse daran hatten,
besser abschätzen zu können, welche Risiken mit den Unternehmen verbunden sind, in die sie investieren. Mhm. Und die haben deswegen die Unternehmen einfach angefragt, bitte berichtet uns doch kurz einmal eure CO2-Emissionen. Und da gab es drei Arten von Antworten. Die einen haben es geschickt, die anderen haben gesagt, wissen wir nicht. Und die Dritten haben nicht geantwortet. Also im und Sinne haben von, irgendwas in der Gedankenblase gehabt, lass mich in Ruhe. Gell? Genau. So, genau. Denke ich mir schon. Und ja. Das Originelle war, die haben das genommen und einfach auf eine Homepage gestellt. Ja. Das heißt, du hast gesehen, na, wie antwortet das Unternehmen? Und dadurch ist ein irrsinniger Druck, ein sozialer Druck bei den Investoren entstanden, die haben gesagt, warum reporten die nicht? Ja. Und das hat dazu geführt, dass das irgendwie ein totaler Selbstläufer geworden ist. In der Zwischenzeit ist das CDP ein Riesenprogramm, weit darüber hinausgehend, was sie damals gemacht haben mit CO2-Reporting. Also sehr spannend. Und hast du da ungefähr einen Zeitstempel? War das die Jahrtausendwende herum? Das war knapp nach der Jahrtausendwende, okay. Ja. Ich schätze, ich weiß es nicht genau, aber so 2002, 2003 ungefähr muss das gewesen sein. In meiner bescheidenen Wahrnehmung ist es dann Mitte der Nullerjahre losgegangen, dass die Nachhaltigkeit immer mehr in die Mitte gerückt ist. Du nickst jetzt, das sehen die Hörerinnen ja. Noch nicht. Aber bitte. Also dann sage ich jetzt ja, okay. Dazu. Ja. Es ist dann langsam gekommen. Aber die Entwicklung war eine ziemlich langsame. Und man sieht es ja auch, der große Schritt zum Green Deal ist dann eben erst 2019 gekommen, 2019. Das heißt also, das sind doch noch 15 Jahre von deinem Zeitstempel weg. Ja. Und in der Zeit war es schon doch ziemlich anstrengend, das Geschäft der Denkstadt zu entwickeln und zu führen. Im Gespräch mit Stefan Uher haben wir natürlich auch schon über EY-Denkstadt gesprochen. Da kommen wir beide dann natürlich auch noch hin. Und da haben wir der Stefan erzählt, 90 Nachhaltigkeitsexpertinnen, Experten. Denn aus der Denkstadt sind jetzt bei EY Denkstadt. Wird sich da eure Size da so entwickelt? Am Anfang wird es ja weniger gewesen sein, 1993, vielleicht du und dein Havelker Freund. Und genau, wie hat sich so die Size entwickelt vom Unternehmen? Zu viert haben wir gestartet, vier okay. Freunde, aber nicht, dass wir uns jetzt erhalten hätten können. Also ich kann mich erinnern, die erste Prämie, die wir uns ausgezahlt haben, wir haben nichts verdient, also wie null. Die erste Prämie haben wir uns nach einem halben Jahr ausgezahlt, das waren 10.000 Schilling für jeden. Ja. Also 700 Euro jetzt umgerechnet. Das ist Gründergeist, ne? Das ist echt, ja. Und haben halt von unseren Frauen, beziehungsweise die Dame von Männern, gelebt. Das heißt, es ist langsam gewachsen. Wir haben allerdings interessanterweise die erste Tochter, Auslandstochter, schon 97 in Ungarn gegründet. Okay. Aber auch ein ganz kleines Unternehmen. Mhm. Und ich schätze, dass wir so um die Jahrtausendwende dann 15 Leute gewesen sein werden, in der Größenordnung. Und sind dann auch über die Gründung von Auslandsunternehmen immer weiter gewachsen. Aber der wirkliche Schwung hat dann begonnen eigentlich so um 2015, 16 herum. Da waren es dann 40 plötzlich, also in allen Ländern summiert. 2019 waren es dann wahrscheinlich schon 80. Und dann ist es wirklich ganz, ganz steil bergauf gegangen. Also das wir haben dann in die Deutschland. Die Beschleunigung durch den Green Deal, ne? Ja. Exponentiell. Genau. Wir haben dann in Deutschland ein Unternehmen übernommen, das auch wie eine Rakete gegangen ist, waren dann 2022, 23, 250 Leute ungefähr, haben dann im Zuge dieses Zusammengehens mit EY die Deutschen ausgegliedert, weil die nicht mitkommen wollten und sind aber immer noch jetzt mit knapp 190 Leuten zu EY gekommen. Davon, so wie du gesagt hast, richtig 90 in Österreich und der Rest eben in den anderen vier Ländern, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Jetzt hat der Denkstadt, ich mag den Namen Denkstadt sehr, aber ist jetzt kein Nachhaltigkeitsnamen. Hat dir das manchmal leid getan? Nein, nie. Also ich bin immer total begeistert von dem Namen gewesen und muss dazu sagen, der war nicht meine Idee. Okay, ja, dann also ist noch leichter. Ich bin ein gelernter Ingenieur. Und die gelernten Ingenieure haben ja klassischerweise so einen Hang zu irgendwelchen technischen Namen oder drei Buchstaben. Die alle gleich klingen, ne? Schichteln, die alle gleich klingen. Und Gott sei Dank, der Tom hat da völlig anders getickt. Der Tom Salzer. Der Tom Salzer, genau. Ja. Und hat gesagt, na, das machen wir nicht, weil das immer total verwechselbar und geht nicht. Und so kam es dann, das war echt seine Idee zu dem Namen Denkstadt. Ich hau noch eine Geschichte rein, die extern gekommen ist. 2019 haben wir gesagt, Green Deal 2020, die Pandemie. Das hat sicher multiple Effekte auf euer Geschäft gehabt, oder? Ja, also das war für uns in Wirklichkeit einmal atmosphärisch eine Katastrophe. Ja. Weil wir uns gedacht haben, im Dezember 2019 ist der Green Deal verkündet worden, im Jänner 2020 Regierungserklärung Schwarz-Grün.
Und das hat sich, also die Regierungserklärung hat sich, oder das Programm hat sich gelesen wie das Portfolio der Denkstadt. Und wir haben uns gedacht, wunderbar. Im Kapitalmarkt hat es auch gut geklungen, ursprünglich ist aber nichts gekommen. Absolut. Ja, genau. Ja. Okay, ja. Und also wir waren wirklich total frohen Muts und im März kommt dieser verdammte Einbruch durch das Coronavirus. Ja. Und ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja, jetzt haben wir endlich einmal die Rahmenbedingungen und alles ist dahin. Es kam auch tatsächlich so, dass 2 Monate lang ein ziemlicher Einbruch war. Aber im Sommer bereits hat es wieder angefangen und da war ja teilweise noch so kleine Lockdowns und so, also Restriktionen oder größere. Genau. Ja. Und im Herbst hat das Geschäft angezogen in einer Art und Weise, die wir bis jetzt nicht gekannt hatten. Und das war dann die Phase des wirklichen Wachstums. Ja, da ist es wirklich auch losgegangen. Das war dann in der Mitte aller börsennotierten Gesellschaften. Man hat auch irgendwie diese Chance genutzt, dass man andere Dinge vielleicht nicht machen konnte und da endlich die Hausübungen anzugehen. Ja, ja, absolut. Ich komme jetzt noch auf EY Denkstadt. Eine ganz junge Geschichte ist 2024 passiert. Der Stefan hat schon einiges erzählt. Man scheint glücklich miteinander. Wie bist du dort angekommen? Also mir geht's sehr gut. Wir hatten ja so gar kein Clash of Cultures. Bisschen, erstaunlich wenig. Schön. Erstaunlich wenig. Also das war unsere große Sorge in Wirklichkeit. Ja, erstens einmal, wir hatten uns sowohl unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber als auch am Markt immer positioniert, als wir sind die Guten und die Großen sind die Bösen. Das muss mal wegkriegen wieder. Das hat man jetzt, die Geschichte hat nicht mehr gut funktioniert intern. Und wir haben uns sehr, sehr genau strategisch überlegt, warum es gescheit ist, mit EY zusammenzugehen. Und das funktioniert, also diese Dinge funktionieren auch wirklich gut. Also wir kommen besser an spannende Entscheidungsträgerinnen und Träger heran. EY ist da ganz anders vernetzt, klarerweise, hat Zugang zu Informationen, zu diesem weltweiten Netzwerk. Das funktioniert wirklich gut. In Bezug auf die Kultur, die du genannt hast, das war eben noch die ganz große Sorge. Wir waren erstaunt darüber, erstens einmal, mit was für einer Freundlichkeit uns alle Leute bei EY entgegengekommen sind. Wir waren erstaunt darüber, wir hatten das erste Partnermeeting 10 Tage nach Closing, wie es dort, was für eine lockere Atmosphäre dort herrscht, wie die miteinander umgehen. Da wäre uns jetzt kaum ein Unterschied aufgefallen zu einem Führungsteam-Meeting bei uns in der alten Denkstadt. Also das geht eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und du bist jetzt Partner bei EY Denkstadt und ihr habt jetzt vor wenigen Wochen begonnen, eben gemeinsam im Markt aufzutreten. Ja. Ja. So, und jetzt nutze ich die Gelegenheit, dass du hier bist und darf, das habe ich im Vorgespräch gefragt, dir ein paar Begriffe hinknallen, wo ich um Begriffsdefinition für die Hörerinnen und Hörer bitte und auch um einen aktuellen Status quo, wo wir da gerade stehen und was du darüber denkst. Ich fange mal an mit Dekarbonisierung. Ganz wichtiges Thema. Wir wissen, dass wir eine Klimakrise haben. Die ist wissenschaftlich wirklich gut belegt. Wir wissen in der Zwischenzeit durch die sogenannte Attributionsforschung, also die Forschung, die sich damit befasst, wo der herkommt, der Klimawandel, dass wir schuld sind daran, mit den menschengemachten Emissionen. Das heißt also, es ist wichtig, im Rahmen der Dekarbonisierung, die eigentlich nicht ganz korrekter Begriff ist, es müsste eigentlich heißen Defossilisierung, also wir müssen von dem fossilen Kohlenstoff wegkommen, aber gemeint ist es, ja, also mit Dekarbonisierung weg vom fossilen Kohlenstoff, daher erneuerbare Energie anwenden, wenig Energie einsetzen, wenig Individualreisen und solche Dinge zu machen. Nächstes Stichwort, also wie ein kleiner Wordrap, Biodiversität. Da bitte ich auch wirklich um die Begriffserklärung. Ich glaube, das wissen viele nicht. Ja, also Biodiversität meint die breite Verteilung von Artenvielfalt und Habitaten in der Umwelt. Die ist wichtig, um das ökologische Gleichgewicht und damit auch unsere Nahrungsgrundlage zum Beispiel aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben nichts davon, wenn alles super sauber ist, aber es sind keine Viecher mehr da, die zum Beispiel unsere Pflanzen bestäuben können.
weil das dazu führt, dass unsere Ernten zurückgehen, also die Erträge zurückgehen. Und damit haben wir ein Problem, dann die Menschheit zu ernähren. Die methodische Beurteilung von Produkten klingt auch sehr spannend. Ja, das klingt ein bisschen trocken, so wie du es jetzt vorgelesen hast. Aber es geht darum, ich stehe vor einem Supermarktregal und überlege mir jetzt, was kaufe ich. Okay. Ja, danke für das Bild jetzt im welches Kopf. Welches Produkt ist eigentlich ökologisch vernünftig? Und das ist überhaupt nicht trivial. Also mir geht es oft so, und ich bin jetzt wirklich, beschäftige mich sehr lange damit, dass ich nicht weiß, wo ich hingreifen soll, weil er hat alles einen ganz ordentlichen ökologischen Rucksack hat. Und ich versuche halt mit meiner Expertise das zu beurteilen. Und wir versuchen für Industriebetriebe jetzt Methoden zur Verfügung zu stellen, damit die beurteilen können, welche Produktentwicklung ist es denn vernünftig zu investieren. Bist du im Supermarkt als Kunde damit zufrieden? Dort, wo Bio draufsteht, traust du dich da automatisch hingreifen oder schaust näher hin? Ja, da als Profi. Ich schaue natürlich ganz genau hin. Und das ist ein spannendes Thema. Die EU hat jetzt eine sehr interessante und, glaube ich, ganz wichtige Richtlinie herausgegeben zum Thema Greenwashing. Mhm. Weil halt ganz viele Labels, die man so sieht oder Aussagen, es muss gar kein Label sein, es kann ein Stehsatz sein, unser Produkt ist das umweltfreundlichste oder das naturverbundenste oder was weiß ich was. Ja, ja. Da gibt es ja ganz tolle Fantasiebegriffe und es ist halt nichts dahinter. Mhm. Dann noch was, Nachhaltigkeit, CSR, ESG, ist das alles das Gleiche jetzt deiner Meinung nach? Ist es oder nur neues Wording? Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, für den allgemeinen Gebrauch ist es das Gleiche. Ja. Der Nachhaltigkeitsbegriff war halt ein ganz alter, der aus dem Brundtland-Report heraus resultiert. Irgendwann einmal ist dann das Wort Corporate Social Responsibility, also CSR, eher modern geworden. Und dann kam interessanterweise eher aus der Finanzwelt dieses ESG-Thema, also Environmental, Social und Governance. Governance. Das ist aber eh knapp an Government dran, ne? Das Governance. Naja, die Governance war das mir am Anfang. Das G haben da viele Länder von automatisch haben, ne? Natürlich, da hast du recht. Ja. Entschuldigung, wollte nicht ins Wort fallen. Nein, unbedingt. Also mir war das eigentlich die hohe Bedeutung von Governance am Anfang gar nicht so bewusst. Mhm. Ja, aber in Wirklichkeit entscheidet natürlich die Governance im Unternehmen darüber, was passiert oder nicht. ESG wird gemeinsam ausgesprochen, man hat den Begriff auch schon verinnerlicht und gelernt. Gibt es irgendeinen Buchstaben oder gibt es ein Ranking dieser drei Buchstaben I, S und G oder sind die alle gleich wichtig? Also ich denke, sie sind definitiv alle gleich wichtig. Es ist immer die Frage, wo man sie am besten auskennt. Ja, und ich muss zugeben, das ist auch ein Vorteil jetzt dieser Zusammenführung zwischen EY und Denkstadt, weil die Denkstadt natürlich eine sehr schöne Historie im I-Bereich hat. Denke also mir, wir kommen aus dem Umweltbereich. Mhm. Haben uns schon mit vielen Sozialfragestellungen intensiv auseinandergesetzt, aber haben dort nicht diesen Track Record. Und zum Governance-Thema kann EY ganz viel beitragen, weil die sich viel stärker als wir mit Fragestellungen der Organisation von Unternehmen befasst haben. Und das ist natürlich ein super Match. Ganz klar. Ich glaube, du hast doch einen Preis für dein Lebenswerk irgendwann einmal bekommen. Ist gar nicht so lang her. Habe ich da irgendwo bei der Vorbereitung? Das hat mich sehr gefreut. Im Frühjahr hat die Business Art, die jährlich die nachhaltigen Gestalterinnen küren lässt, von einem relativ großen Panel, mich für mein Lebenswerk im Bereich Nachhaltigkeit geehrt. Das freut mich. Ich bin es nicht gewohnt, geehrt zu werden. Und das war wirklich was Besonderes. Also war total nett. Ich war geschockt, ich bin mit 35 einmal für mein Lebenswerk geehrt. Um Gottes Willen, wie gut, da musst du in den Spiegel schauen. Gell? Ja, für die Zertifikatebranche war das ja. Wie geht's dir als Wissenschaftler, wenn du jetzt zum Beispiel auf Social Media schaust und so manche Weisheiten, Halbweisheiten oder gar nicht Weisheiten siehst? Muss doch fürchterlich sein, oder? Ja, das ist echt ein Pein-Thema. Ich engagiere mich sehr bei den Scientists for Future, die sich bemühen, eben die wissenschaftliche Basis für das, was in der Klimadiskussion so stattfindet, zu liefern. Auch als Unterstützung von den Fridays for Future zum Beispiel, die das einfach noch nicht wissen können, die halt junge, engagierte Menschen sind. Das Thema Science-Based Solutions ist für die Denkstadt immer ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen, um sich eben von dem, was wir so ein bisschen abfällig als Facebook-Weisheiten nennen, unterscheiden zu können. Es ist wichtig, dass wir wissenschaftliche Methoden einsetzen, um tatsächlich vernünftige Entscheidungsgrundlagen für die Politik, aber natürlich auch für die Industrie
weil sonst investiere ich als Industriebetrieb irgendwo hin und wach dann auf und das war einfach völlig verkehrt. Ja, aber natürlich auch für die Privaten ist es wichtig, dass sie eine vernünftige Entscheidungsbasis haben. Jetzt, ich möchte noch immer gerne einen Call to Action einbauen für meine B2B-Hörer, wo etliche dabei sind. Ja, also ich habe irgendwie so die Wahrnehmung, dass es jetzt so einen gewissen halbwegs Rechtssicherheitsrahmen gibt, wo die Reise hingeht. Bist du auch dieser Meinung, dass man jetzt schon planen kann oder muss man permanent neue Vokabeln lernen und morgen kann sich auch wieder alles ändern? Also die Vokabel, die wir lernen, das sind wahrscheinlich noch viele. Ja, das wird uns nicht erspart bleiben. Ich glaube, dass die Gesamttendenz in der Gesellschaft und damit aber auch in der Politik jetzt einmal diese Richtung nicht vollkommen verlassen wird. Also es gibt ja viele, die jetzt sagen, ja, der Green Deal, nach der nächsten EU-Wahl ist das vorbei und alles geht wieder in die andere Richtung. Das glaube ich nicht. Mhm. Dazu ist, erstens einmal hat die Industrie zu viel in die richtige Richtung investiert. Ja. Zweitens, wir sind in der Umstellung des Energiesystems. Also ich kann jetzt nicht sagen, da gehen wir wieder in Kohle, weil das ist genau dieses Beispiel. Da haben die Energieversorger hätten schon die falschen Investitionen getätigt. Also die werden nicht mehr zurück wollen. Und viele Länder, die an ZB direkt Luftproblemen leiden, werden es auch nicht wollen. Schönes Beispiel China. Mhm. Ich weiß schon, dass China immer noch ganz viele Kohlekraftwerke baut, um den Energiehunger des Landes in seiner Entwicklung jetzt stillen zu können. Aber in Wirklichkeit ist ihnen natürlich ein riesiges Anliegen, dass sie ihre Luftqualität verbessern, weil dann sonst die Leute einfach umfallen. Und ihr seid ja sehr viele Leute bei EY Denkstadt und wenn ich es richtig aus dem Gespräch mitnehme, bist du, mein Vis-à-vis hier, noch immer der Industriemann. Ja. Das ist dein Faible, das bleibt man auch. Absolut. Und absolut. Ja, also, Call to Action, wenn irgendein Unternehmen sagt, Kontakt mit dir aufnehmen über die Homepage, über LinkedIn, wie mache ich das? Google, Christian Plaas, genau. Über die Homepage natürlich. Ja. Anytime. Es tut mir leid, ich kann nicht anbieten, dass ich stark auf Social Media aktiv bin. Das ist eine andere Generation. Ich habe sicherlich junge Kolleginnen und Kollegen, die da viel, viel aktiver sind. Also über EY Denkstadt im Internet einzugeben, findet man, ist sicherlich hinreichend, auch in den Shownotes verlinken, sofort natürlich einen Kontakt zu kriegen. Ich glaube, du bleibst nur von den Facebook-Weisheiten fern, deswegen tust du das gar nicht an. Ich habe auch aufgehört, irgendwas zu kommentieren außerhalb von LinkedIn. Ja. Als Ende nie. Genau. Und die anderen haben immer mehr Zeit als du. So ist es. Ja. Und das Letzte war. Es spitzt sich auch die Diskussion jetzt in eine ganz unangenehme Richtung dann zu. Ider Ohr in Feindschaften. Ja, genau. Ja. Also in den Social Media habe ich noch nie erlebt, dass es zu einem guten Diskurs gekommen wäre. Ja. Deswegen mag ich Diskussionsveranstaltungen eigentlich gerne, weil man dann auch eher die Möglichkeit hat, aufeinander einzugehen. Ich diskutiere für mein Leben gern, alles wunderbar, auch wie ich gerne kontroverse Standpunkte. Mhm. Ich glaube, davon lernen wir. Also ich lerne auch, wenn jemand wirklich anderer Meinung ist und habe gar nicht das Bedürfnis, die Person jetzt unbedingt vom Gegenteil zu überzeugen. Gar nicht. Ihr seid jetzt EY Denkstadt beruflich frisch verheiratet, sage ich mal. Was sind jetzt die nächsten Milestones heuer? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche internen, sondern gibt es irgendwelche großen Konferenzen, gibt es irgendwelche Geschichten, die heuer anstehen, die vielleicht erwähnenswert sind? Also jetzt kommt übernächste Woche in Wien der Arnold Schwarzenegger wieder. Ah ja, genau. Das heißt, da werden wir natürlich vertreten sein. Ob wir auf die nächste COP fahren, bin ich mir nicht sicher. Das ist eine für uns üblicherweise zu politische Veranstaltung. Also wir sind sehr, sehr impactgetrieben und bemühen uns jetzt mit möglichst wenig persönlichen Emissionen viel Impact zu haben. Ich habe bei dir den Eindruck, dass dir das privat wichtig ist. Ja, total. Also ja, ich bin am Rad unterwegs. Das glaube ich dir aufs Wort. Das glaube ich nämlich nicht jedem, der das sagt. Aber dir glaube ich es. Ja, definitiv. Ja. Also mir geht's gut, wenn ich irgendwo draußen in der Natur sein kann und da brauche ich ein Auto. Wunderbar. Was taugt dir an deinem Job, Christian? Also ich glaube, dass Industrie etwas Wichtiges ist für eine Gesellschaft und für die gesellschaftliche Entwicklung. Deswegen arbeite ich gerne mit der Industrie. Ich bin fasziniert von industriellen Prozessen. Ich liebe industrielle Anlagen. Es gibt nichts, also nichts Schöneres, stimmt nicht, aber ich mag es total gern, durch eine Fabrik zu gehen und zu sehen, was sich da abspielt.
Und ich glaube, dass das, was wir tun als Denkstadt und jetzt EY-Denkstadt, wirklich wichtig ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, als Beitrag für die Gesellschaft, für das Fortkommen der Menschheit. Und das treibt mich total. Und das ist so ein schönes Schlusswort, dass ich das als Schlusswort stehen lasse. Lieber Christian, danke, dass du mich besucht hast. Viel Erfolg mit EY Denkstadt. Danke für diese Journey und die vielen Begriffserklärungen auch aus der Nachhaltigkeitswelt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Tschüss einmal von meiner Seite. Ja, vielen Dank an alle. Ciao. Ciao, ciao.